Das segne Großmeister Arantial, aber... Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Mandarill. Und heute begeben wir uns zu Arantial, um ihn von den Ereignissen zu berichten. So ist richtig, ne? Ja. Gut, musste ich selber kurz nachgucken. Ich wusste es nämlich nicht mehr so genau, ist ein bisschen her, dass ich gezockt habe. So, Mr. Arantial in der Sonnentempel. Ich bin hier, um Sie zu beglücken mit Nachrichten von guter Kunde. So, wo steckt der Taugenichts? Gehört? Angeblich ist eine Gesandte des Zuckerinselbundes gerade hier. Und das trotz der Kriege. Diese Kilenen haben Mut. Das muss man ihnen lassen. Zuckerinsel? Finde ich gut. Da wäre ich auch gerne. 100 Mal den 70. Vers abschreiben. Die Welt kann Prophetin, hattet ihr Erfolg? Ja, aber es war anders als erwartet. Erzählt mir alles. Das soll auch meiner verstehen. Das mache ich. Eines Tages war ich einmal im Wald und musste kacken gehen. Und dann wurde ich erwischt. Also wusste er von dem Zyklus. Das ist interessant und beunruhigend. Und er hat das Wort der Toten zurückgelassen, freiwillig. Ja, vielleicht ist das ein Versuch, uns zu helfen. Offen gegen unser Unterfangen ist er nicht, sonst hätte er euch nicht am Leben gelassen. Aber er weiß weitaus mehr, als er erzählt hat. Jede Wette, dass die Lichtgeborenen mehr über diesen Mann wussten, als sie mit uns teilten. Das erklärt auch, warum man ihn nie behelligt hat. Aber die Frage über seine wahre Identität sollten wir auf später verschieben. Was zählt, ist, dass ihr nun das Ritual kennt und das Wort der Toten habt. Bringt beides zu Erzmagister Merayil, damit wir den Siegelstein aktivieren können. Und eines noch. Wie nannten die Piräer in eurer Erinnerung jene, die hinter all dem stecken? Die Hohen? Ja, sie scheinen wohl die zu sein, die wir beide in diesem Wachtraum gesehen haben und die Läuterung erzwingen wollen. Dann hat der Feind jetzt einen Namen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr mit Merayil gesprochen habt. Es gibt eine beunruhigende Entwicklung. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr mit Merayil gesprochen habt. Dann machen wir das. Mit dem Erzmagier sprechen. Ja, aber was ist der nächste Schritt? Und wenn er uns helfen will, wieso ist er nicht mitgekommen? Oder? Ich weiß nicht, das ist seltsam. Ne, wir werden das wohl erfahren demnächst. So, Mr. Hüter aus dem Weg. Ne, du bist es gar nicht, ne? Wo ist denn der Heini? Heini! Heini! Noch höher vielleicht? Locarem Dorba Nubis! Locarem Taris! Himmel, Arsch und Zwirn! Ihr klingt wie ein besoffener Dichter! Das soll Magie sein? Die Entropie ist eine gefährliche Schule, Messer. Ein falsches Wort und der Stein könnte in Flammen aufgehen. Vielleicht tut er das sogar freiwillig, wenn er noch länger eurem Gelalle zuhören muss. Oh, ich Götterlämpchen, fehlt einfach verdammt nochmal der Pfeffer. Pfeffer? Magie braucht Bedachtheit, keinen Pfeffer. Sie ist wie ein kranker Frosch, wenn ihr ihn... Propheten, ihr seid zurück. Ja. Der Sonne sei Dank. Mit diesem Stümpern zusammenzuarbeiten, ist schwerer als einem Leoren komplexe Mathematik zu lehren. Der Strauchdieb hat mir schon von eurem Erfolg berichtet. Schöne Arbeit. Habt ihr die Glyphen bei euch? Ja, hier, aber der alte Mann scheint... Ja, gebt einfach her. Verstehe. Ja, das gibt Sinn. Zur Seite, ich zeige euch, wie das geht. Yarem Doruba Nubis. Locarem Taris Danida. Sharak Lisham Ra. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Beim rechten Weg, spürt ihr dieses Kribbeln? Ja, das ist beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Sind das die Splitter? Wäre meine Vermutung. Laut den Schriften der Pyräer bieten die Splitter Schutz gegen den roten Wahnsinn, solange der Siegelstein leuchtet. Prophetin, ihr habt die Formel gefunden. Also solltet ihr die Erste sein. Los, berührt eine der Scherben. Und wie fühlt ihr euch? Anders, irgendwie klarer.
Sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass dieser Siegelstein für die Pyrea besser funktioniert hat als der Prototyp ihrer Maschine. Büppchen, geht und sagt dem Quartiermeister, dass bis heute Abend jeder Hüter, jede Hüterin und jeder von uns einen der Splitter tragen soll. Bübchen? Tisch ab! Also ich finde, dass... Tu, was er sagt, Liam. Ach. So werdet ihr euch keine Freunde machen, Funkenschlag. Wirklich nicht. Wenn ich Freunde wollte, würde ich sicherlich nicht hier danach suchen. Also noch einmal zu euch. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Der alte Arantial bat mich, euch das hier zu geben, damit ihr euch angemessen ausrüsten könnt. Nun geht zurück zu ihm. Etwas Beunruhigendes ist passiert. Was ist nun schon wieder passiert? Wie geht es voran? Ach, zum Gruß. Es geht. Diese das heißt, Maschine wir euch die Splitter des Siegelsteines. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber... Naja, allein das Metall. Ja, ja, komm. Es scheint eine Art Verbindung... So, die reden wir hier zu viel. So, Mr. Bengels, ich bin auf dem Weg. Ich muss jedes Mal von A nach B laufen, ey. Wieso könnte nicht in einem Haus sein? Das ist für viele angenehmer, viel chilliger. Aber muss ja das Spiel strecken. Das eben. Was wollt ihr? Weiß nicht, ich wollte wissen, was du meinst. So, da ist er doch wieder. Ihr seid die Prophetin nennen, richtig? Dieses Gefühl eben, das war der Siegelstein, nicht wahr? Ja, die Splitter werden heute noch an die Hüter ausgehändigt. Sehr gut. Mit dem Leuchtfeuer und dem Siegelstein haben wir nun sowohl eine Waffe als auch eine Verteidigung gegen die Hohen. Und damit eine Perspektive. Das ist mehr, als ich mir erhofft habe. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht. Ich habe eine Konferenz mit den Wichtigsten von uns einberufen. Sie findet in einem Tag statt, kommt dann wieder und nutzt die Zeit bis dahin, um euch von der Suche zu erholen. Okay, brauch ein Bett. So, dann wollen wir doch mal sehen. Hast hier zufällig ein Bett? Ein Tag warten, ey. Ihr habt doch echt einen Arsch offen, oder? Nicht mal ein Bett hier, was ist das? Lederhaut. Du musst doch hier irgendwelche privaten Gemächer haben, oder? Wo ich einmal kurz schlafen kann. Leeres Papier. Die hat echt keine Gemächer. Na gut, gehen wir mal hier rein. Dann suchen wir uns ein Bett. Das ist doch so kacke, sowas zu machen. Weiß auch nicht, wo ich schlafen soll. So. Da sind wir. Wir haben extra 24 Stunden gewartet. Das ist zu riskant. Und ein bisschen geschnitten. Was auch immer sie hier wollen, wenn wir Spione schicken und sie enttarnt werden, wird Nerim das als Provokation verstehen. Die Armen. Da invadieren sie einfach nur ein fremdes Land und werden dafür dann auch noch ausspioniert. Spart euch den Sarkasmus. Wir wissen beide, was ich meine. Du kennst meine Meinung, Thealor. Ich werde darüber nachdenken. Ihr kommt gerade richtig. Kommandantin, erklärt der Prophetin die Lage. Natürlich, Großmeister. Gestern haben wir von einem unserer Außenposten Wort aus Dünenheim erhalten. Einer der Fischer dort hat Kriegsschiffe auf einer Insel ein paar Meilen vor der Küste anlegen sehen. Und sie tragen die neremesische Flagge. Wir haben bereits ein Spähschiff geschickt, um es zu bestätigen, und es ist wahr. Die Nerimesen haben endraläisches Land invadiert. Aber das ist ein Kriegsakt. Warum sollten sie das tun? Wir haben eine Vermutung. Ich nehme an, ihr wisst, dass der Bürgerkrieg auf Nerim seit 2 Monaten vorüber ist und wer ihn für sich entschieden hat. Was? Wer? Das geeinte Nord- und Mittelreich unter der Führung von Taranor Koarek. Die Südreich-Rebellen und der Schöpfertempel sind endgültig vernichtet. Jetzt ist Nerim vereint unter der Flagge der freien Völker Nerims, wie sie sich nennen. Und genau das könnte der Grund für die Schiffe sein. Warum? Wieso sollte Nerim nach einem überstandenen Krieg gleich in einen weiteren riskieren? Wegen Koarek. Er half Narazzul Arantial kurz vor der Tötung der Lichtgeborenen durch den Schattengott.
Und während er davor ein Opportunist war, der seine Ideale wie Unterwäsche wechselte, hat ihn sein Feldzug mit Narazul wohl dauerhaft missioniert. Er ist zum erklärten Feind der Religion geworden. Er begreift den Tod der Götter als ersten Schritt von vielen. Und er sieht es nun als seine Aufgabe an, all das, was auf Wien von den Göttern noch übrig ist, zu vernichten. Die Welt von der Geißel der Religion befreien, das sind seine Worte. Wobei erwähnenswert ist, dass sein Verständnis von Befreien, Massenexekution und das Niederbrennen von Tempeln umfasst. In anderen Worten, er ist ein Fanatiker. Und was noch schlimmer ist, seine Soldaten vergöttern ihn dafür. Was er will, ist eine neue Welt begründen. Und die freien Völker von Nerim, wie er sie so schön nennt, sind für ihn sozusagen die Speerspitze davon. Euer Magieorden hat auch für eine Welt ohne Religion gekämpft, oder? Was wissen Sie? Achso, das sind zwei verschiedene Sachen. Naja, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass es Narazuls Vision war, den Menschen ihr Recht auf Selbstbestimmung wiederzugeben und nicht zu versuchen, jede Form von Spiritualität und Aberglauben auszumerzen. Es ist einfach nur blöd zu glauben, eine Denkensart lässt sich mit genügend Gewalt aus den Köpfen prügeln. Damit erreicht man, wenn überhaupt, das Gegenteil. Wobei eine Welt ohne Religion eine bessere wäre. Das steht außer Frage. Unsinn, die Menschen brauchen eine höhere Kraft, die ihnen den Weg weist. Ihr seht doch, welches Chaos der Tod der Götter ausgelöst hat. Und ohne das Zutun eures Ordens und Thealors Sohn wäre Korak jetzt nicht dort, wo er ist. Natürlich. Wo waren wir? Was wisst ihr über die Taranor Korarek? Eigentlich nicht viel. Das heißt doch, er ist selbst verliebt. Ich war überrascht, dass die neuen Flaggen seiner freien Völker kein Bildnis seiner selbst und die Aufschrift Huldigt mir eingesteckt haben. Ihr vermutet, er ist hier, weil der Orden die Wahrheit über die Götter bislang verschwiegen hat. Richtig. Dabei versteht er nicht, dass wir es tun, um eine Krise zu vermeiden. Und dem Volk vom Tod der Götter zu erzählen, steht außer Frage? Nicht bevor die Hohen aufgehalten sind. Der Bürgerkrieg auf Kile und Araseal zeigt, welches Chaos eine solche Offenbarung zur Folge hat. Und dieses Risiko werden wir nicht eingehen. Und was, wenn wir Korek unsere Beweggründe erklären? Vielleicht kann er uns sogar im Kampf gegen die Hohen helfen. Das ist das Problem. Pegast? Wir glauben, dass Korek von dem Zyklus weiß. Und dass er ihn für, wie soll ich sagen, wünschenswert hält. Wir reden hier von etwas, das das Ende allen Lebens bedeuten könnte, richtig? Leider. Ich weiß, wie abstrus das erstmal klingt. Aber es macht Sinn. Für ihn ist Enderal als Heimat des Ordens der Inbegriff von Ignoranz und Rückwärtsgewandtheit. Und vielleicht weiß er sogar, dass wir gegen den Zyklus ankämpfen. Und alles, wofür ein Verfechter der alten Ordnung kämpft, ist schlecht. Vielleicht sieht er ja die Hohen sogar als Boten seiner neuen Ära. Fanatiker sind unberechenbar. Bislang ist es nur ein Gerücht, aber wir müssen es wissen. Ja. Warten wir jetzt auf den Bengel. Jungs? Bislang ist es nur ein Gerücht, aber wir müssen es wissen. In anderen Worten, wir müssen die Nerimesen ausspionieren. Ja, wisst ihr, was eine Silberplatte ist? Ich kenne Silberfische. Klär mich auf. Sie sind Relikte aus Arktwend. Was sie besonders macht, ist ihre Fähigkeit, Klänge zu übertragen. Jede Platte hat ein Gegenstück, und wenn ein Mensch neben der einen etwas sagt, hört der neben der anderen es auch. Unser Plan ist es, zwei der Platten in ihrem Lager zu platzieren. So können wir sie ohne Risiko aushorchen. Und ihr wollt, dass ich dieses Verstecken übernehme, richtig? Ihr, Funkenschlag und der Söldner. Allerdings könnt ihr nicht den Wasserweg zur Insel nehmen, das wäre zu auffällig. Wir haben Schreitet wohl, Prophetin. Dass die Pyräer eine Art unterirdisches Transportsystem hatten. Unterbahnen, so nannten sie es. Diese Bahnen verbanden alle wichtigen Bereiche des Piräischen Reiches miteinander und damit vermutlich auch den Tempel auf der Insel, wo Koreks Schiffe angelegt haben. Wenn wir also eine solche Bahn finden, könnten wir damit direkt in sein Lager fahren, ohne dass er irgendetwas merkt.
Und wie es der Zufall will, haben wir Informationen, dass es einen piräischen Tempel im Kristallwald gibt, der noch so weit intakt ist, dass die Chancen gut stehen, dort eine Unterbahn zu finden. Der lebende Tempel? So nennt ihr ihn, ja. Aber genug geredet. Ihr kennt die Mission. Und über den Tempel können wir uns immer noch unterhalten, wenn wir dort sind. Erst einmal müssen wir den Siegelstein zum Öffnen des Tores finden. Und ich habe eine Vermutung, wo er sich befindet. Gut, wann brechen wir auf? Sobald wie möglich. Josef ist bereits nach Nebelheim gereist. Und ihr solltet das auch tun. Ich treffe euch dann dort. Sind das nun schon vollendete Tatsachen oder was? Es ist der einzige Weg. Es tut mir leid, Natara. Jetzt Schluss damit. Die Konferenz ist beendet. Prophetin, gebt alles. Findet heraus, warum die Nerimesen hier sind. Okay, klar, verlasst euch auf mich. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich muss zu Josef. Die Welt kann runtergehen. Manchmal, ne? Gehören die Klügsten doch zu den Dummsten. Die sich nie mal einen Namen merken können. Das ist unbelievable. Einfach unbelievable. So, wir müssen nach Nebelheim. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Richtung Myrantor. Madame? So, mein Freund. Schreitet wohl, die Dame. Wo? Sicher doch. Bringt mich nach Seite 2 Nebelheim. Wohin soll ich euch bringen? Da waren wir schon öfters, ne? So. Ey, da ist noch eine Mine, die könnten wir eigentlich begehen, ne? Aber hier gibt's noch so viel. Ich würde sagen, da die Mine hier direkt in der Nähe ist, machen wir eine kleine Pause und gehen einfach in die Mine. Josef ist sowieso da hinten, ne? Wo wir, da waren wir so, ach, da. Das Ding, was wir nicht aufbekommen haben. Ah, ich verstehe. Wir gehen aber erstmal in die Mine. Nebelheim-Mine stand da, glaube ich. Also wäre offensichtlich. Weil wir sind in der Nähe von Nebelheim. Aber, Freunde, was hier genau abgeht in der Nebelheim-Mine, das erfahren wir wohl erst in der morgigen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Der Sound gefällt mir schon mal nicht.